Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum neuen Pack-Opening hier auf diesem Kanal. Ich habe was richtig cooles vorbereitet, die Premium Lurak GX Edition. Ja, 4 Kartenpacks, beziehungsweise da sind auch nochmal 2 in der Mitte zu sehen, 6 Kartenpacks sind dabei. Glurak als GX, mega geiles Artwork, ist einfach mega cool. Glumanda ist dabei, wir haben hier Glutexo, also alle Glurak im Wechsel, wir haben eine Coin von Glurak, ich feier das Ding mega hart, super sick. Und heute geht's diesem coolen Pack an den Kragen. Das Ding ist noch komplett geschlossen, das heißt, da ist nichts mit passiert. Ich glaube, kann man gerade sehen, hier haben wir nochmal 2 Packs, wenn ich richtig sehe. Hier an den Seiten haben wir einmal nach der Flammen Stunde der Wächter, hier ist auch mal Stunde der Wächter nach der Flammen. Und ich glaube, hier in der Mitte, wenn es gut läuft, ist Evolution drin. Ich drehe das ganze Ding mal um, weil da steht es, glaube ich, genau drin, was wir da für Packs drin haben. 6 Booster-Packs können mit denen deine Sonderlücke. Über dem Sonderlücke des Glurak ist klar. Die Münze ist dabei. Holographische Promokarten. Auf jeden Fall richtig, richtig sick. Mega cooles Ding. Kostet auch einigermaßen was. Also, um keine Videos mehr zu verpassen, lasst ein Abo da. Um keine, ihr wisst, Freunde, ne, Unboxings mehr zu verpassen, lasst auch deswegen hier schon mal ein Abo da. Und ich würde sagen, wir starten und gönnen uns das ganze Ding mal. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja. Man sieht mich, glaube ich, noch so ein bisschen spiegelig, sieht man das. Aber ich packe es erstmal aus, weil dann spiegel ich mich gar nicht mehr so stark. Ich weiß echt gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Auf jeden Fall mega, mega, mega sick. Ja. Boah, das sieht einfach jetzt schon Glurak. Wenn ich schon das Glurak da vorne sehe, als Glurak GX. Das ist so nice. Also richtig, richtig cool. Und ich sehe, hör gerade. Ich glaube, das kann man gar nicht hören, aber wenn man es hören kann, der Eiswagen fährt gerade bei mir vorbei. Voll cool. Also wir im Ort fährt bei uns ein Eiswagen vorbei. Einige kennen es von früher, andere nicht. Heute ist super geiles Wetter. Ihr seht das, Sonne. Krass bei mir da zu sehen. Und ich würde sagen, wir packen das aus. Ich weiß gar nicht, wo man es ausmachen darf. Ich habe immer, also ich weiß nicht, wie es mir da, also wie es euch da geht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde, Dinger, finde ich immer, müssen, wenn es geht, so gut erhalten wie möglich sein. Weil ich bin auch ein Freund von diesen. Einfach auch schon von der Pappe allgemein, weil ich stelle die mega gerne aus. Aber der ist ja so hart zugeklebt, das ist unglaublich. Oh, holy shit. Oh. Jetzt haben wir es. Wir haben es, 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 wir haben es. Oh, endlich. Mein Gott, das geht richtig schwer auf. So, wir haben es. Wir holen das ganze Ding mal raus aus der Box. Die stellen wir mal nach hinten. Ja. So, das ist das gute ganze Stück. Man kann das, glaube ich, jetzt mal komplett einmal erkennen. Mega viele coole Karten sind dabei. Und ich will mal sagen, wir packen das ganze Ding jetzt mal aus. So. Als erstes schnappen wir uns Glurak. Das ist das Ding, worum es sich hier eigentlich handelt. Wir fangen mit Glumanda an. Mega cooles Artwork. Glitzert mega stark. Man kann das so jetzt gerade richtig gut sehen, wenn man es in die Sonne hält. Das ist so geil, Freunde. Richtig cool. Ja, mega geil. Hat auf jeden Fall einen Ehrenplatz verdient. Wie geht's euch da? Ist Glumanda mit und euer Glutexo bzw. Glurak mit euer Lieblings-Pokémon? Hier sehen wir einmal Glutexo. Ich weiß gar nicht, ob meine Kamera ein bisschen Schärfe jetzt mir noch eben geben sollte. Wäre auf jeden Fall nice, wenn mir so ein bisschen Schärfe gibt. Aber so kann man es, glaube ich, lassen. Super sick. Auch hier mega am Glitzern. Super krass. Und jetzt kommt das Ding, worauf wir alle gewartet haben. Und ich habe schon ein bisschen geübt, beziehungsweise wir haben es im letzten Pack-Opening schon gesehen. Da habe ich ja außerdem so ein bisschen hier das Machado so ein bisschen angekratzt. Aber dieses Mal, Freunde, dieses Mal ist es mir nicht passiert. Alter, so fucking shit. Alter, wie das aussieht. Und das fühlt sich so geil an, Freunde. Ihr seht das auch. Das sieht einfach... sieht so geil aus. Mega gutes Artwork. Dieses... Oh, geil. Einfach purer Orgasmus für die Seele. Es ist einfach geil, das Ding. So. Wir packen das Ding jetzt mal aus. Wir nehmen das mal von oben ab. Wir haben einmal Sonne und Mond Booster Packs. 2. Nach der Flammen haben wir 2 Booster Packs. Die machen wir heute auch noch auf. Und wir haben auch noch Stunde der Wächter 2 Booster Packs. Die gönnen wir uns auch auf jeden Fall. 6 Booster Packs. Ja, schreibt mir auch heute wieder in die Kommentare, ob ihr diese Codekarten gerne haben wollt. Wenn ja, verlose ich die heute mal an den Typen mit den meisten Likes im Kommentar. Ja, deswegen schaut auf jeden Fall rein. Würde mich freuen. So, wir haben als nächstes dann... Bevor ich es vergesse, die Münze, die ist hier auch noch drin. Die Münze muss ich erstmal rauskriegen. Alter. So, jetzt habe ich die Münze. Das ist die Glurak-Münze.
super sick auf jeden Fall. Auch hier mega am Glänzen. Richtig cool. Alter, das Ganze ist einfach so nice. Und das ist diese fucking überdimensionale, große Karte, auf die ich eigentlich abgesehen hatte bei dem Pack. Es ist die Glurak GX-Karte. Mega krass. Flügelschlag, Feuersturm, 300 KP. Es ist einfach so geil. Die sind einfach so geil, diese Riesenkarten. Und auch dieses Gefühl hier schon drüber, die wird so safe bei mir einen Ehrenplatz kriegen. Vielleicht mache ich einen Riesenrahmen mit solchen Dingern, weil ich habe ja auch noch da das Machado stehen. Ja, von den letzten Packs, Opening. Und mal schauen, ob ich da auch vielleicht was Cooles zusammenbastel. Eine Collage oder so mit den Dingern. Irgendwie schön im Rahmen, weil die Dinger sind einfach mega geil. Diese großen Promo-Karten. Super geil. Zicke Sache, Freunde. Lasst auf jeden Fall deswegen schon mal hier ein Abo da. Man kann es jetzt auch mal im Cam hier ein bisschen sehen. Ja, mega cool. Einer der besten Karten meiner Meinung nach. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Opening. Was wir eigentlich haben machen wollen. Wir haben noch 6 Packungen vor uns. 6 coole Packungen. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach mal so ein bisschen willkürlich da was weg. Und fangen mit diesem Pack an. Nacht der Flammen. So, Nacht der Flammen. Wir machen mal auf und gucken, was drin ist. Oh, bevor ich es vergesse. Dieses coole Symbol, den Anstecker, gibt es auch noch. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht verschenke ich den irgendwann auf der Gamescom, wenn ich euch da sehe oder so. Mal schauen. Weiß ich aber noch nicht so 100%. Vielleicht behalte ich ihn auch selber. Bin ich mir noch nicht 100% sicher. Schreibt mir mal eine gute Idee damit rein. So. Ich würde sagen, wir gönnen uns das Pack mal. Ja. So, die Karte hier wieder. Nicht, dass man hier... Ihr habt mir das nämlich im letzten Pack gesehen. Man kann die Codes dann sehen. Und ich so, yo, alles klar, das war Absicht. So, letzten 3 Karten nach vorne. Ich drehe sie um. Wir fangen an mit Porygon 2. Ja. Mit Puyo. Oh, jo. Oh, geil. Zyklop, das Artwork sieht ja mal mega, mega sick aus. Richtig cooles Artwork auf jeden Fall. Fällt mir. Dann haben wir dabei Alola Ratzfatz, ja. Richtig cool auf jeden Fall. Porygon. Sodamak. Wie chillig das da einfach sind. So im Urwald easy, Alter. Daneben ist dabei. Vigimak ist auch noch dabei. Und jetzt bitte, bitte noch, wie heißt das andere? Vigimak, Sodamak und... Feuermark oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dieser ist dabei und dann haben wir als nächstes Kribunkel in, weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, ob es Fullard ist und als ich sehe ja schon was glitzern, und ich sehe da schon was glitzern und das nächste, was dabei ist, ist ein Gardevoir GX. Oh mein Gott, was haben wir für ein Backlag? Holy shit, und eine Energiekarte, Pflanze, aber wir kriegen Gardevoir GX. Zwielicht GX, hier geht zumindest einfach richtig Sache, mega coole Karte, mega, mega sick, I like it, Alter, das ist ja mal mega krass, ich muss die Kamera so ein bisschen drehen, Alter, wie krass ist das, was haben wir für ein Packlack, Alter, im letzten Marcello Opening schon richtig gute Karten gezogen, jetzt hier, und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, was wir jetzt als nächstes noch haben. Alter, krass. Okay, Freunde, wir gönnen uns jetzt Stunde der Wächter. Wir hatten jetzt gerade Nacht in Flammen. Wir gönnen uns jetzt Stunde der Wächter. Ja. So. Letzten 3 Karten wieder nach vorne. Ne? Schreibt mir wieder, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr diese Karten gerne haben wollt. Ich verlose die immer, weil, wie gesagt, ich habe im Moment noch keinen Sinn, will ich jetzt nicht sagen, für keine Verwendung im Moment. Deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen. So, Koalelo ist dabei. Richtig chilliges Artwork, dieses Schild. Und auch noch, wie das da grinst. Mega cool. Lamos, das Artwork ist super geil. Mit der Tomata-Beere, glaube ich, nicht richtig liege. Das ist so eine feurige Beere auf jeden Fall. Richtig cool. Geiles Artwork, gefällt mir. Platscherhügel ist dabei. Ja, ich finde die Gegenden sowieso von Alola mega cool. Und hier haben wir Schnecke und der Frau, das ist eine Frau, glaube ich, im Dings, ne? Man kann das hier so ein bisschen sehen. Lol, das ist im Kühlschrank jetzt versteckt, sehe ich das. Und da oben ist noch ein Schnecke und da drin ist auch noch eins. Krass, cool. Pampam ist dabei, mega cool auf jeden Fall, I like it. Knofensa, alles klar, Knofensa. Waumboy, wie ist einfach schillig und am Regenschild, ja, oder nirgends hin kann. Dann haben wir Kanivana dabei. Und ein, ich weiß es immer noch nicht, ob es Fullart ist oder ob es jetzt glitzernd ist, ja. Auf jeden Fall Ultrigaria, mega cool. Und ich sehe schon wieder was glitzernd. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und wir haben als nächstes ein...
Kapufala GX, Freunde. Ein Kapufala GX. Eine Energiekarte. Mega krass. Das kann nicht sein. Wir ziehen Gardevoir aus diesem GX. Wir ziehen Glurak, haben wir GX, was ja sowieso Standard dabei ist. Ja. Und wir ziehen jetzt, Alter, das ist doch unglaublich, was für ein Pack-Luck wir haben. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, Freunde. Wenn das Video keine 20 Likes kriegt, weiß ich auch nicht. Lasst auf jeden Fall ein Like dafür, so viel Pack-Luck im Moment. Wir gönnen uns als nächstes Sonne um Mond. Ja, mal gucken, was uns da jetzt so ein bisschen erwartet. Ich finde es immer super schwierig, diese Pakete aufzumachen. Ja, wir machen es jetzt mal ganz sneaky. So habe ich das früher mal gemacht. Habe dann hier, zack, die rausgezogen. Zack, die Hülle weggepackt. Gönnen wir uns die Karte hier wieder weg. Die kommt dann wieder weg. Packen die letzten drei nach vorne. Und fangen an. Wir haben einen Safcon dabei. Mega cool. Auf jeden Fall hängt er am Baum. Und das Bau, das ist sogar ein richtiges Bild. Wenn man jetzt ganz genau hinsieht, sieht man, dass das richtiges Holz ist. Das ist ein richtiges Bild. Das ist eine Puppe. Das ist hier eine Puppe. Geil. Richtig cool auf jeden Fall. I like it. Ja. Dann haben wir den Pokémon-Fänger dabei. Ja, Granbull, den wir hier an dieser Stelle, ich muss mal ein bisschen näher rankommen, glaube ich, sonst sieht man das gerade gar nicht. Sonst muss ich gleich noch ein bisschen schärfen und ein bisschen Zoom reinbringen. Zoom. Granbull ist dabei, Mabula ist dabei. Dann als nächstes Zubat, richtig cool, im Dschungel kann man das richtig geil sehen. Ja, Quirtle ist dabei. Wir sehen Bautz, richtig chillig, auf dem Baumstumpf. Traumato ist dabei. Und ein Arcani in einer richtig geilen Optik mit einem Bissbug. Leider kein Glück bei diesem Pack gehabt. Aber das Arcani auf jeden Fall find ich meiner Meinung nach hiermit die wertvollste Karte. Ich muss das Reitschiff mal umlegen. Ja, wir haben noch drei Packs vor uns. Mal gucken, was wir in diesen drei Packs haben. Alter, mega krass auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das liegt am Aufmachen, wie wir die Packs aufgemacht haben. Deswegen haben wir so viel Pech gerade in dem Pack gehabt. Ja, so, wir gönnen uns jetzt wieder hier ein Stunde der Wächter Pack. Ja, das kommt irgendwie da zur Seite hier ein bisschen. So, die letzten drei nach vorne. So, wir fangen mit Lamos an. Das haben wir schon, das Artwork. Mega cool auf jeden Fall. Den Platschehügel haben wir leider auch schon. Auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Costurso ist dabei. Richtig cool. Gefällt mir. Dann Paragoni. Mega cool, da sogar noch ein kleines Mimikma zu sehen. Im Rotmond, glaube ich, sogar im Blutmond. Macholo hier, mega in Work, Alter. Der Tieri ist dabei. Wir sehen Alola Vulpix. Ist das cute, Alter. Das ist ja mal mega sick, das Ding. Und wir sehen hier eine Puppe von Mullibuba. Und wir sehen einmal den Plätscherhügel Fullart. Dann sehen wir als nächstes noch einen Krampfe-Chef. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Fullart ist. Mann, ich muss mir jetzt echt mal eben bis zum nächsten Pack-Opening genau angucken, was das für Karten sind, wie man das nennt. Auf jeden Fall zweimal GX in zwei Boostern. Das ist, glaube ich, richtig gut. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das mega gut ist oder ob das schlecht ist. Ja, jetzt machen wir wieder ein Sonne- und Mond-Pack auf. Ja, mal gucken, was da wieder Cooles drin ist. Wir legen wieder die Karte weg. Also wie gesagt, Freunde, wenn ihr solche Karten haben wollt fürs Training Card Online Gaming, schreibt es mir in die Kommentare. Ich verlose die einfach immer so 2-3 unter den Kommentaren. Das mit den meisten Likes heute von euch wird von mir auf jeden Fall den Kampf kurz geschrieben bekommen. Und ansonsten schreibe ich die demnächst einfach als Antwort in die Kommentare. Und wer jetzt erst kommt, mal zuerst mal gucken, ob ich das so mache. Dann sehen wir hier Goofa. Wir sehen Superball. Wir sehen Snubbull. Wir haben hier ein Ibitak, Mabula, Habitak. Ich weiß gar nicht, ob es da wieder was Cooles dabei ist. Wir sehen einmal ein, ich weiß gar nicht, ist das Knierfisch, Bullard und ein Landhorn. Auf jeden Fall richtig dicke Sache. Und wir machen das letzte Pack auf. Oh, bitte. Nacht in Flammen. Kommt schon, da muss jetzt noch ein bisschen was drin sein, was richtig, richtig cool ist. Da lächelt mich schon so ein Garadonis an. Ja. So, drei nach vorne und wir drehen es um. Wir sehen einmal Lunastein, richtig cooles Artwork, auch so ein roter Mond im Hintergrund zu sehen. Dann sehen wir Pia, die coole, ich weiß immer noch nicht, was die für einen Sinn hat, die Frau bei Ultrasonne, Ultramond in der Story. Fleißig Staffelholz. Dann sehen wir hier das Caradonis, oder haben wir das jetzt zweimal drin? Ich glaube, wir haben es zweimal drin. Ich klicke mal ein Stückchen zur Seite, Papoli, mega cooles Artwork. Mirapa, Schild in der Wiese, auf jeden Fall. Zwierlicht macht einen Dab, Alter. Macht einen Dab, läuft bei dem. Die Sauna ist dabei. Alola Volona. Und wir sehen ein
Das ist mal mega sick, das Artwork. Richtig gute Sphere-Fans hier auf jeden Fall. Auch mega am Glitzern, genauso wie Alola Volona. Aber ich muss sagen, die besten Packs oder die besten Karten, Entschuldigung, sind mir die meisten hier schon umgefallen, sind hier wirklich einmal GX Gardevoir. Richtig cool. Und ein GX Capofala. Richtig geil. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst einen Daumen da. 3 GX-Karten haben wir rausgezogen. Super coole Artworks auf jeden Fall. Und ich schreibe, wie gesagt, die anderen in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Mindestens 20 Likes kriegen wir auf jeden Fall hin, Freunde. Dann seht ihr auf jeden Fall ein neues Video auch auf jeden Fall davon wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Pack Luck. Ja, aber das Sphere ist einfach auch schon geil. Das ist echt geil, muss ich sagen. Gefällt mir. I like it. Ja, doch, doch. Das ist schon geil. Und deswegen lasst einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.